In diesem Video: Ist Winter? Steht was mäkig Rotes rum? Kommt das Grauen zurück? Stehe ich im Wald und schleppe schwer? Willkommen zurück an Bord. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Abflug. Wir schon. Co-Pilot ist wieder geflogen wie ein Großer. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein paar Kilometer machen hier Route Decret noch ein Stückchen entlang. Und dann, weiß auch noch nicht so genau, irgendwo hin. Ja, wie ihr seht, liegen hier Steine auf der Strecke und auch Eis und Schnee. Irgendwann vor langer Zeit kam hier wohl mal was runter und es ist ganz schön rutschig. Aber wir haben Winterreifen, dürfte nichts passieren. Sind auch immer nur kurze Abschnitte, größtenteils. Wir wollen ja hier zeigen, wie es tatsächlich ist. Fahren wir auf freigeräumter, sauberer Straße. Und ziemlich alleine. Und zack, kaum ist man wieder im Schatten, sieht es wieder so aus. Da muss man immer höllisch aufpassen, dass man nicht zu schnell in so eine Passage reinfährt. Ist nämlich schon ein wenig rutschig und ja, da kommt schon Freude auf Skandinavien. Ein Stoppschild ist da, dass man dort stoppt, guckt und wenn nichts kommt, kann man losfahren. Das ist ein Stoppschild. Und wir sind hier immer noch im Elsass irgendwo. Col de la Schlucht, 1139 Meter hoch. Sehr touristisch. Die bereiten sich hier auf die Skisaison vor. Und wir fahren jetzt nicht direkt nach Colmar, sondern fahren noch ein bisschen weiter durch die Gegend. Ich hoffe, der Diesel reicht. Und schon kommen wieder ein paar weiße Streifen und noch ein paar mehr. Werden wir mal ein bisschen langsamer. Tja, komisch. Irgendwie sind hier die Abschnitte der weißen Straße viel länger als die der sauberen Straße. Ja, geht hier lustig munter über Eis und ein bisschen Schnee. Bei plus 2 Grad durch den Wald. Angenehm zu fahren, weil nichts los. Und immer wieder Asphalt dazwischen. Und das hier jetzt kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich bin hier mal gelaufen, weil einer am Berg hängen geblieben war und nicht mehr weiterkam und meine Schneeketten ihn gerettet haben. Das war ungefähr so ziemlich hier plus minus. Da lag ein bisschen mehr Schnee und die Straßenverhältnisse waren ein bisschen schwieriger als heute. Das wäre geschafft. Jetzt fahren wir hier nochmal über die Skipiste kurz, die aber noch nicht wirklich existent ist. Und dann
kommt eine Eisplatte, das war letztes Mal auch schon so. Und wir sind wieder auf geräumt und gestreutem Gebiet. Jetzt fahren wir nach Colmar runter und dann schauen wir mal. Da haben wir wieder Nebel des Grauens. Kurz beim Lac Blanc kam er uns entgegengeschwappt. Ziemlich miese Sicht hier runter. Wir stecken jetzt komplett drin in der Suppe. Gucken nicht mal bis zum nächsten Leitpfosten, wenn es noch welche gibt. Grandios grausam. Wir rollen auf das Dreieck Nahtal zu. Jetzt geht's Richtung Bingen. Ich habe kurz vor Colmar nochmal getankt und auf Null gestellt. Durchschnittsverbrauch 7 Liter. Bin heute aber auch extrem entspannt gefahren. Auf der Autobahn irgendwo zwischen 90 und 95 hinter den LKWs hergetuckert. Hatte ja keinen Stress. Und so war das eine ganz entspannte Fahrt bei Hörbuch und Dunkelheit. Mainz-Finthen. Fahren wir jetzt mal ab. Ich weiß ja nicht genau, ob ihr das seht, aber irgendwie nieselt es hier so vor sich hin. Ist das die Begrüßung von Mainz für unser Team? Regen. Wollen wir eigentlich nicht. Falls ihr euch heute wundert, warum es so hell ist während der Fahrt. Ich filme mit meiner Canon, weil bei der Insta360 die Speicherkarte voll ist. Muss ich halt mit der Canon herhalten und die macht natürlich mehr hell. Und in 300 Meter kommt ein Parkplatz. Da ist der Parkplatz. 3er Eck. Ja, ziemlich leer. Ich glaube, sind wir alleine. Und die Schlaglöcher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht leicht vor sich her schneit gerade. Ich parke jetzt mal. Häuslich eingerichtet. Das Essen steht auf dem Herd. Und wisst ihr, was geil ist? Wenn man noch leckere Reste von gestern hat. Huch. Praktisch also das gleiche Futter wie gestern. Mahlzeit. Oh, und eins kann ich euch jetzt schon verraten. Nach dem Essen wird abgewaschen. So geht's nicht weiter. Die Box ist voll. Und das wird jetzt noch besser schmecken als gestern. Gute. 2.30 Uhr. Wo ist der Abend geblieben? Bin ja sonst nicht so lang auf, aber heute ist der Start von Black Friday. Normalerweise halte ich mich bei sowas eher zurück. Diesmal habe ich aber doch ein bisschen zugeschlagen. Friedrich ist dennoch ziemlich am Boden. Sein Budget ist für den Arsch. Aber er wird es überleben. Und jetzt gehe ich erstmal pennen. Die beiden Saftnasen nehme ich mit. Und wenn wir hier fertig geschlafen haben, geht es natürlich weiter. Und dann gibt es Weingut, Stellplatz, Glühwein, möglicherweise sogar ein bisschen Schnee und wer weiß, was noch so kommt. Bleibt dran, dann seht ihr's. Ganz lieben Dank, lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat und wir gehen jetzt mal pennen. Gute Nacht, ciao zusammen. Jungs, Friedrich, komm, die Welt geht nicht unter. Sie dreht sich immer weiter, egal was passiert. Oh, und so ganz, by the way, den Abwasch hat natürlich heute wieder mal keiner gemacht. Da machen wir den wohl morgen. Schönen guten Morgen. Ist ja nicht so, dass meine Mitreisenden immer faul sind. Ab und zu sitzt zumindest Friedrich am Tablet. Aber ich glaube, das, was er da macht, das wollt ihr nicht wissen. Was mache ich jetzt? Es ist Black Friday. Ich setze mich an meinen Laptop und schneide ein bisschen. Und später geht's dann los Richtung Weinberge. Bisher habt ihr heute noch nichts verpasst. Ich mache mich jetzt mal an den Abwasch, denn den hat ja gestern keiner mehr gemacht. Die Freude ist also ganz auf meiner Seite. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was Friedrich da treibt. Was der Co-Pilot macht, ist aber hingegen ziemlich klar. Der pennt noch. Und so schnell geht das. Abwasch voll im Gange. Und mittendrin fällt mir ein, ey, so langsam auch mal Hunger. Jetzt mache ich mir das Abendessen warm von gestern. Dann kann ich das nämlich direkt aus dem Topf essen und den auch noch mit abwaschen. Praktisch. Ja, abwaschen ist das eine, ne?
Verdammtes Abtrocknen gehört auch dazu. Hätte ich es gestern gemacht, wäre es über Nacht getrocknet. Aber nein, ich mache es erst heute. Und während der Rechner vor sich hin rechnet, trockne ich dann halt mal ab. Gehört halt auch zum Leben. Irgendeiner wartet hier auf irgendwas. Keine Ahnung, was das sein könnte. Aber praktisch hat das Warten jetzt auch ein Ende. Denn wir fahren ab und einen Blick zeige ich euch noch kurz. Das hier hauptsächlich der Grund, warum ich nicht groß vor die Tür bin. Es ist ja Matschwüste hier in diese Richtung. Ich hoffe mal, dass die Reifen Traktion finden und uns hier rausziehen. Und wir hier nicht noch irgendwie Matschprobleme kriegen. Ansonsten aber ein schöner, ruhiger Spot. Jogger, Gassigeher und sonst eigentlich nichts außer Bäumen. Und jetzt würde ich mal sagen, Abflug. Ein paar Kilometer fahren und dann sind wir da, wo es Wein gibt und Freunde. Ja, dann auf ins Wochenende. Raus aus dem Matsch und rein in den Wein. Oder irgendwie so. Das ist echt eine üble Piste hier. Das Ganze wird besser aussehen, wenn es ein bisschen Schotter hat. Aber was soll's. Hauptsache schön und ruhig. Die Straße hier habe ich kaum gehört. Und gepennt habe ich auch ordentlich. Jetzt fahren wir links rum. Und da sind wir auch gekommen. 22 Kilometer sind das jetzt doch noch. Ich fahre die mal und melde mich, wenn ich da bin. Denn zu sehen gibt es nicht wirklich viel. Es ist grau, es ist grusig, es ist 4 Grad. Nee, es ist 3 Grad. Und leichter Nieselregen fängt hier gerade an. Ja, Zeit für ein Glühwein. Grau Algesheim fahren wir ab. Es tröpfelt stärker. Wahrscheinlich steigen wir aus und es schifft richtig. 5 Grad, wird wenigstens wärmer. So schaut das hier aus. Man stellt fest, überall stehen schon Weihnachtsbäume rum. Und ein Automatikgetriebe wäre cool. Da müsste ich nicht filmen, schalten und lenken mit einer Hand so ungefähr. Und jetzt gucken wir mal, wo uns das hier hinführt. Am Ende der Straße geht's rechts in einen Hof. Zufahrtsstellplatz frei. Dann fahren wir mal hier lang und gucken. Ich bin mal wieder Schotter, aber ohne Jens. Spannende Geschichte. Ah ja, das ist ja schön hier. Herrlich. Und da steht schon der Van von Kai und Diana. Ist nur die Frage, wo stellen wir uns hin? Ich würde mal sagen, wir sind angekommen und wir können auch gefahrlos aussteigen. Denn hier ist kein Matsch, hier ist gepflastert und zwar verdammt eben. Und wie gerade eben schon gesagt, komme ich hier an und es fängt stärker an zu regnen. Das ist unglaublich. Wetten, dass das mir in die Schuhe geschoben wird? Oh. Oh. Kamera, Vorsicht, bissig. Hallo Kai. Juhu. Servus. Hallo! Hi. Na? Na, Diana? Ich drehe mal das Auto schnell rum. Also den du drehst das Auto rum? Ja. Mit oder ohne Motor? Sollen wir schieben? Kai schiebt. Das bist du lustig. Ja, es macht der Regen. Es hat geschneit. Es hat. Nein? Echt? Warum sind wir nicht zu euch gefahren, Mann? Ja, waren wir schon. Dann, ah, blöd. Dann müssen wir morgen aber irgendwo hinfahren, wo es Schnee hat. Ja, hier. Hier? Nee, in Mainz schneit es doch nie, oder? Habt ihr in Mainz schon mal Schnee erlebt? Irgendwann. Ja. Vor dem Klimawandel. Hä? Nicole ist auch gleich. Ja, hab's gehört. Nicole kommt auch. Jetzt hat er's verraten, Mann. Oh, Gott. Diana fährt. Tschüss. Ich meine, keinen guten Eindruck gemacht, glaube ich. Hm. Mach die Tür zu. Ach, jetzt ist Kai auch noch mit reingekommen. Wie ihr seht, sind wir bei Diana und Kai. Hallo. Ja. Hallo. Oh, es wird heller, wenn Kai hier drin steht. Ja, so, das ist ja toll. Ich hab Schein. So geht das bei mir zu Hause auch immer. Wenn ich im Haus bin, wird's gleich heller. Ja. Na? Ja. Na? Kaffee? Wie geht's denn so? Kaffee? Oh, schon betrunken, ja? Kai hat schon gesagt, Kaffeeschnaps hattet ihr schon. Glühwein kommt dann nachher. Na, Kaffee? Ah, schön, treffen wir uns hier. Ja, gerne. Ja. Hello there. Jo, wir lassen Kälte rein. Super. Es könnte auch Nicole sein, nicht unbedingt Kälte. Ja, oder Nicole. Wir entscheiden, ob Kälte oder Nicole reinkommt. Hallo Nicole. Hi. Ist es kalt? Eine kalte Nicole. Hi. Ja. Nee.
Ja, das ist Hightech, ne? Schon kaputt gemacht. So was kann ich nicht, Hightech, weißt du doch. Guck mal, jemand mit einem blauen Hemd hat eine blaue Dose. Sonst hat er immer nur einen blauen Topf. Boah, ist das geil. Die Vanille gibt zwei Kentchen. Das Rezept von Jana. Yeah. Oh, die kenne ich auch. Die Jana. So, und das, was ihr jetzt in Zukunft macht, ist ja auch der Knaller, ne? Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wüsstet, was die zwei vorhaben, oje, dann werdet ihr mindestens genauso geflasht wie ich, weil es ist echt übel. Krass. So, ihr seht schon, was jetzt das Motto ist. Einmal das, dann gibt es hier noch ganz super schöne Holzbretter. Und natürlich ganz wichtig, der Weihnachtsbaum brennt und leuchtet. Und das gibt's jetzt. Hau rein, Kai. Ja, Kai. Super, Kai. Hey, Nicole, schau wieder hier. Schneidschliche. Hallo, was hast du da für eine große Tüte dabei? Oh. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, fast. Geschenke? Ja, guck. Oh. Und erkennst du es? Nö. Immer noch nicht? Oh, Marzipankugeln. Oh. Und was noch? Gemüse? Ne, der Rest ist Streuselbrötchen. Ah, Streuselbrötchen. Aber da war noch Marzipankugel, ne? Hast du schon richtig gesehen? Hm, muss man nochmal hingucken. Oh, Zentis, der große. Zentis, Aachen. Die sitzen in Aachen. Oh, Aha. Marzipan. Oh. Im Hintergrund ist der Weihnachtsbär. Oh, mit wem waren wir neulich unterwegs, der keine Marzipanbrote kannte? Arthur. Ja, ich bin jetzt noch geschockt. Oh. Der kannte keine Marzipanbrote. Kein Scheiß. Leute, die das nicht kennen. Ja? Ja. Ihr mögt auch Marzipan so, oder was? Ja, dann musst du leider teilen. Nee, tut die mir darf leid. Ich erst haben, sind die hier noch. Genau. Er ja, darf alleine das, die Quelle. Stimmt. Dankeschön, Nicole. Hey, geil. Das sehe ich, ne? Ich bin immer noch hier. Der andere kriegt schon lange Finger. Ups. Ein Futterneid. Ey, nicht so weit, ne? Weg ist es. Ja, verdammt. Ist super. Aber da, wo Nicole herkommt, gibt es bestimmt noch mehr. Ja. Ha. Kennst du schon, ne? Ah, das ist doch wieder Hirn. Ne, hatten wir schon mal. Genau. Riecht gar nicht nach Wein. Nee, null. Gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der ist auch jetzt ohne Alkohol. Mhm. Nee. Alles vergoren und wir verkocht. Machen Schnaps drin. Zum Glück ist auch oben das Fenster nicht auf, sonst würde der ganze gute Duft hier rausziehen. Das stimmt. Dann würden die Nachbarn hier noch stehen. Ich denke, der Weihnachtsmarkt wäre hier. Nachher tanzen wir um den Bus. Wir sind hier übrigens auf diesem Stellplatz bei dem Weingut. Ich zeige euch das nachher noch. Bevor es hier aber Glühwein gibt, trinke mal erstmal noch einen gepflegten Kaffee. Den kann man entweder durch die... Oder... Ne? Also... Mahlzeit. Mehrere Möglichkeiten. Das Ganze kommt auch von... Nicole. Zum Wohl! Prost, Dame. Das sind Reagenzgläsli. Prost. 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 Ich bin nacken. Muss man das jetzt ex trinken auf einmal? Nee, genießen. Nee, darfst du genießen. Oh mein Gott, ist der lecker. Oh. Ist ja gar nichts drin. Ja, in deinem nicht mehr. Nur Kaffee. Es ist auch schon spät, fast dunkel draußen. Leiden, oh Mann, und parallel wird hier der Glühwein kalt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch trinken soll. Huch, das ist ja schon leer. Huch. Und jetzt darf man das kaputt machen. Nein. Nein. Deckel drauf. Das ist nicht wie mit Dosen, die man zertreten einfach kann, wie bei Dirk. Der war Pfand drauf. Zum Auffüllen. Eben. Ja, also ich meine Zunge kommt da nicht ganz rein. Kann man noch dafür nehmen, oder? Mal den Glühwein. Heimlich. Kai? Ja. Welcher jetzt? Beide. Egal. Ja, genau. Trifft immer die richtige. Zum Wohle. Hui. Oh. Coole Tasse, hä? Der ist aber mal echt lecker. Muss jetzt schnell gehen. Batterie ist gleich leer. Rotwein war lecker. War auch ein Schuss drin und war warm. Und jetzt gehen wir zahlen. Bis gleich. Seht ihr das? Carlos brennt. Und kennt ihr diese Pümpel hier? Die kann man auch nutzen, um irgendwas zu befestigen am Van. Magnetisch. Stil.de. Und schon hat man eine schöne Beleuchtung. So, jetzt gehen wir bezahlen und gucken mal rein, ob wir noch ein bisschen Glühwein kriegen. Geld ist dabei.
Ja, und bevor es hier ganz dunkel wird, das hier ist der Platz. Eben, viele Stellplätze, nichts los, schön gelegen, super ruhig. Und da läuft Nicole in ihrer tollen neuen Jacke. Ja, willst du gucken, was das für eine ist? Was ist das für eine? Scandinavian Explorer. Weißt du, was das für Zahlen sind? Nee. Die Lottozahlen von nächster Woche? Nein, das sind die Zahlen von dem Ort, wo du auch noch mal hinfährst. Der Breitengrad. Ah, ganz hoch, im Norden. Genau. Ja, muss ich mir fast eine Jacke kaufen, ne? So, jetzt sollten wir aber wirklich Glühwein bezahlen gehen. Nicole bricht jetzt einfach mal, oh, danke schön, ein. Und wir gucken mal, wo uns der Weg hinführt. Ins Dunkle. Es riecht auf jeden Fall leicht nach Wein. Stehen noch ein paar Kisten rum. Ich mitnehmen, macht's geheim. Hm? Ja, jetzt sehen wir uns ja morgen nochmal. So, Andreas, dann noch 6 mal die 17 und 6 mal die 18. So, ich darf filmen und der Kai trägt den Wein, den Glühwein. Nicht, das ist nur Wasser. Ach so, ja, ja, das Wasser, was wir hier gekauft haben, genau. Wasser an Bord. Also, schönen Abend. Schönen Abend, ciao. Danke. Das Gute ist, wenn die Flaschen leer sind, sind sie leichter. Hier darf man keine Fotos machen. Stand gerade ein Schild. Zum Glück filmen wir nur. Oh, wird dunkel. Mhm. Ja, kannst du ausmachen. Und wie? Hättest du wohl gern, ne? Soll ich jetzt hier noch rausstolpern? Ja, wäre lustig, wenn ich das jetzt fallen lasse. Nein, ich fände das nicht lustig. Ah, sind ja deine, ne? Alle 12? Nein, nein, 6 sind von dir. Das ist überbelichtet gerade. Ich dachte, das stellt sich automatisch ein. Du brauchst die gar nicht alle bei dir hinstellen. Warum nicht? Wohin denn sonst? Ja, eine Kiste darfst du gerne auf meine Stufe stellen. Ja, dann kommst du auch nicht mehr rein. Eine Stufe ist so klar. Ja, oder neben die Stufe ist auch okay. Ja. Im Vergleich zu Bierkisten viel kleiner. Ja, lustig, ich mache gerade noch ein paar Fotos. Stehe hier so am Rande des Grundstücks und denke mir, es riecht irgendwie so leicht nach Pferd. Guck mich um, sehe nichts. Guck nochmal. Ja, steht ein Pferd beim Abendessen. Scheint ihm irgendwie nur das untere Zeug zu schmecken. Der Platz hier auf jeden Fall super, großzügige Parzellen, Strom ist inklusive, Entsorgung und Abwasser ist vorhanden hier am Eck, weit weg von da, wo wir stehen. Hier auf der anderen Seite geht sie dann rein, wenn man sich anmelden möchte oder was kaufen. Und Frischwasser gibt es auch. Ach, guck mal, und eine Kasse steht hier auch für Dinge, die man hier kaufen kann, aber bei der Kälte steht jetzt gerade nichts draußen. Mülleimer stehen auch parat, also an alles gedacht. Und unterm Strich schön ruhig hier und nette Leute noch dazu. Und das alles in Nähe von Weinreben. Das ist mal nichts Schönes und einer, habt ihr gerade schon gesehen, übertreibt es halt mal wieder ein bisschen. Es kann nur ein Kai sein, der hier halt voll auf Weihnachten macht. Und den Carlos beleuchtet, als wäre in einem Monat Weihnachten. Dabei ist in einem Monat Weihnachten schon rum. Wir haben einen Becher, wo es drauf ist. Seid ihr der Nordkap Club? Ja. Weil bei uns landet die nicht in der Spülmaschine. Selber schuld, ich bin dafür inkognito unterwegs. Ja, du kannst ja noch eine neue holen, fährst ja bald wieder hin. Möglicherweise bettel ich um eine, ja. Die kriegst du. Und? Ist noch gar nichts drin, ne? Ihr Faker. Nee, wir wechseln von Rot auf Weiß, da muss erstmal gespült werden. Genau. Umgekehrt wäre es leichter. Gespült werden. Gerade eben hatten wir erst Kaffee drin und haben dann roten Glühwein rein und jetzt spülen sie, weil wir weißen. Ja. Heul doch. Hast du eigentlich gewusst, dass man Weißweinflecke mit Rotwein rauskriegt? Ja, nee, das war mir jetzt gänzlich neu und ich weiß nicht, wo der Abend heute hinführt. Ich auch. Das ist mir echt ein Rätsel und... Zum Glück trinken wir keinen Alkohol. Nein, es wäre jetzt mal Zeit für einen Traubensaft. Okay.
Interessante Dinge passieren hier. Meine EcoFlow ist vor die Tür gegangen und wird mal kurz geladen. Aber ich würde vorher gucken. Carlos glüht immer noch vor sich hin. Und Nicole packt jetzt hier das große Equipment aus und will nicht, dass ich sie dabei filme, weil nämlich sie... Sie geht jetzt an Landstrom. Nein, man muss dazu sagen, dass das hier mit im Preis drin ist. Dann muss ich das auch. Ja, wir wahrscheinlich morgen, weil zwei Nächte und mit zwei AGMs, das überlebe ich auch nicht mehr. Das sagst du jetzt so. Ja, das ist so. Ich glaube, ich stöpsel erst hinten ein. Meine AGMs sind ziemlich... Aha, falsche Seite, hä? Oh, nicht in uns. Hallo. Ja, du hier? Ja, ist ja ein Ding. Genau. Um dich zu ärgern, nehme ich auch extra die andere Seite. Na ja, klar. Ich stöpsel das nachher heute Nacht ab und steck's in den Zottel. Ich hatte die Befürchtung, ja. Nicole, wie geht es jetzt? Wie steckt man jetzt das Ding da rein? Das kennst du gar nicht, ne? Nee, schon völlig fremd. Ach, du hast zu Hause auch keinen Strom, ne? Ich doch, doch, aber das macht immer der Co-Pilot. Ach so. Ah ja, okay. Einfach rein stecken. Super. Das ist ja super simpel. Und dann ist es gar nicht so schwer, wie der Co-Pilot immer sagt. Jetzt leuchtet die grüne Lampe. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht. Das durch bedeutet, die Kamera sieht man das. Ja, ja, das Licht kennen wir. Und das heißt immer, dass Landstrom dran ist. Strandlohm. Okay, Strandlohm, läuft. Genau. Oh, mein Auto tropft. Guck mal. Nein. Fotosession vor Carlos. Ja. Zwei versuchen, gerade zu stehen. Und eine versucht, ein unverwackeltes Foto zu machen. Oh, da wird sich... Oh, da müssen wir jetzt aber weggucken, ne? Guck mal, ein kurzer Van. Ich hoffe, das Bild ist was geworden. Ich hab nicht hingeguckt. Ja, da wird aus allen Ecken geschossen, ne? Der Glühwein wird nebenher kalt. Es wird immer dunkler. Es tröpfelt weiterhin vor sich hin. Das ist schön. Vorspiegelung falscher Tatsachen. Nein, ich bin nicht betrunken. Aber du bist rot. Das ist nur die Jacke. Ach so. Oh, der Glühwein glüht. Oh oh. Es gibt ja Menschen, die haben Geschmack bei der Beleuchtung ihres Vans. Und dann gibt's mich, der einfach irgendwas draußen hinhängt. Wir fassen mal kurz zusammen. Stilechter Weihnachtsbaum natürlich. Irgendeine Laternenfunzel. Ein blinkendes Ding. Und eine orange Laterne. Läuft. Sterne, Sonne, Mond und Stier. Und das Schöne ist, meine Disco färbt auch zu den Nachbarn ab. Lustig ist auch, Nicole holt ihr Fennek raus, will Feuer machen und findet den Fehler. Nicole ist weg. Verscholle. Oh weh. Dann gucken wir einfach mal bei den Nachbarn, was die da rumkramen. Na? Das werde nicht. Der Morgenstern ist immer wieder ganz toll. Ich kann Farbe anfassen. Kalb, die sind, glaube ich, leicht betrunken. Nee. Wir sind von deiner Schönheit geblendet. Ja, das kenne ich. Das wurde schon häufig zu mir gesagt. Aha, jetzt wissen wir auch, warum sie gefehlt hat. Sie hat sich wärmer angezogen. Betrug. Ja, und so ganz nebenbei lasse ich mal kurz die Dieselheizung wieder frei brennen. Bei den Temperaturen kann man dann entspannt mal die Tür auflassen. Die Heizung rennt. Und es wird trotzdem warm. Und hier geht es jetzt weiter mit Holz und Feuer. Wie geil, man kann. So, das Highfire brennt. Moment. Wow! Ja, machen wir ein bisschen Licht. Und wie immer, schnelles Essen. Genau. Für arme Leute. Da ist jetzt irgendwas schief gegangen, oder? Und da wird es ein bisschen schwarz, oder? Nein, das Toast ist nur oben hängen geblieben. Ah, ist Nein, ist es nicht. Komplett schwarz, ja. Du hast es wieder verpeilt. Total schwarz oben. Alles. Wie war das mit dem Schinken? Ja, Schwarzwälder Schinken aus Frankreich. Sind wir hier eigentlich in der Pfalz oder in Hessen? Mainz. In Rheinhessen sind wir hier. Ich glaube Pfalz, oder? Ja, aber das Gebiet hier heißt Rheinhessen. Weil das habe ich mich heute schon den ganzen Tag gefragt. Ich also, auch. Okay, man könnte mal Google checken, aber ist ja auch wurscht. Wir sind irgendwo und es gibt Schwarzwälder Schinken. Das stimmt. Genau, Hauptsache. Raclette, Schwarzwälder Schinken, Pfälzer Kartoffeln. Gau-Algesheim. Gau-Algesheim, Weingut. Lecker. Und Highfire und gar kein Rauch. Zwei Worte, die einen Abend ordentlich verkürzen können.
Es regnet. Das hat die beiden glatt mal umgeworfen. Und ich lege mich jetzt gleich dazu. Allerdings nicht in der Dinette, sondern hinten im Heck. Ich sag gute Nacht für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao zusammen. Gute Nacht. Your arms wrapped around me, I know you remember. Yeah, I love you, so down to nothing. It's been weeks now without talking. Yeah.